Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Whispered World. Jawohl, endlich im Kapitel 3 angelangt, nachdem wir beim letzten Kapitel ganz schön Schwierigkeiten hatten, da diese Kerzen auszubekommen. Ja, jetzt sind wir hier vor Corona. Corona ist dort. Das ist zumindest das Schloss, wo wir anscheinend nicht hinkommen, meinte Sedwick. Ich würde sagen, schauen wir uns erstmal um, ne? Was wir hier so finden können. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Seil, aber nee. Ah, wir nehmen das... Ah, ein Podest, okay. Was ist das? Steine noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Was haben wir eigentlich in unserer Tasche? Jetzt noch den Stein, okay. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schädel hier, ne? So ein Totenkopf. Ach, sehr witzig. Das ist sehr cool. Ach so, Spot war das, was wir da gerade gesehen hatten. So, ich will natürlich auch hier vorne mich umschauen. Hebel. 4 Stück? Okay. Ich lasse die Hebel mal noch. Ich schaue jetzt mal die Laterne an. Nett, wenn man Lampions mag. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Können wir mit irgendwas machen? Mist, verfluchte Asthma-Lunge. Kann Spot damit irgendwas machen? Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine Feuerdrachen-Lampions. Okay. So, die Hebel... Ich weiß nicht. Wir schauen uns mal den Hebel an. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Sind das sogar 5? Das sind sogar 5, nicht 4. Okay, die Hebel... Ich will da noch nicht dran ziehen. Ich schau erstmal weiter. Hier sind noch mehr von diesen Laternen. Aber ich denke mal, da wird er das Gleiche sagen wie bei der anderen. Das ist ein Tor. Aber ich denke mal, da kommen wir so einfach nicht rein. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat oder selbst tot ist. Wir werden irgendein Rätsel lösen müssen. Jeder unbekannte Erbauer des furchteinflößenden Tores. Ein deprimierter Clown und seine treu-doofe Haustierraupe fordern unverzüglich Einlass. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht. Klopf mal an. Ja, so ein bisschen schieben diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Ja, für den bisschen schieben. Oh, Sedwick. Oh je. Nett. Ja gut, die Lampions kennen wir schon. Okay, hier geht er gar nicht erst weiter. Was ist mit dem Schloss? Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ja, wie leben die dort bitte? Die kommen ja dann auch gar nicht mehr weg. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Okay. Gut, ich habe es verstanden. So, und ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wir haben immer noch nur diesen Stein. Wir müssen uns dann mal den Hebeln widmen. Ich weiß nicht, was er mit dem Mund machen soll. Oh, Hilfe! Gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Ja, die wäre super. Dann ziehen wir mal dran, ne? Und du? Hat sich irgendwie nichts geändert, oder? Ich hätte auch gerne irgendwie einen Hinweis. Schade, dass wir auch dieses Tor jetzt nicht sehen. Weiß nicht so richtig. Scheint irgendwie nichts gebracht zu haben. Wie oft können wir denn den Hebel ziehen? Einmal? Jetzt ist er wieder zurück, ne? In seiner ursprünglichen Position. Das Gefühl, es tut sich halt auch nichts außer diesem Klick. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal, wenn ich einen Hebel ziehe, hin und her latschen. Ich drücke jetzt einfach mal alle Hebel. Und es passiert nichts. Wir haben nur einen Stein. Hat sich der Schädel jetzt irgendwie verändert? Sieht irgendwie anders aus. Kann das sein? Moment mal, das muss ich nochmal überprüfen. Ich beobachte jetzt mal hier die Steine.
Also so scheint sich irgendwie nichts zu tun, ne? Aber ich bin der Meinung, die waren anders. Sah das eben auch schon so aus? Nee, war das nicht eben weiter rechts verschoben? Muss ich mal den Hebel in der Mitte? Oh, wenn ja, dann wäre das echt mies. Ja klar, jetzt hat sich das wieder ein Stück verschoben. Oh je. Boah, das, oh Gott, das ist aber echt fies, weil man da ja echt viel hin und her probieren muss. Und wahrscheinlich muss man nicht nur einen Hebel ziehen, sondern mehrere Hebel. Das ist auf jeden Fall irgendwie nicht so richtig. Ich zieh mal den, nee, den hier mal mit. Also auf jeden Fall ändert sich hier vorne das. Das ändert sich. Frage ist halt, ob wir uns vielleicht Nichts. Wir müssen uns bestimmt auf das Podest stellen. Wenn dort ein Schädel zu sehen ist. Das ist aber echt mies, Leute. Das ist doch jetzt wirklich mies und ewiges und Herprobiererei. Nichts. Nee, es sieht auch nicht mehr aus wie ein Schädel. Aber ganz am Anfang sah es mehr aus wie ein Schädel, ehrlich gesagt. Als ich gar nichts gezogen habe. Oder müssen wir Spot darauf stellen? Nichts. Spot? Alles muss man alleine machen. Okay, mit Spot funktioniert das nicht. Also eigentlich sieht es schon aus wie ein Schädel, aber nicht ganz, weil das hier noch so ein bisschen verschoben ist. Es ist jetzt aber echt schwierig herauszufinden, welcher Hebel das jetzt bedient, ne? Nichts. Jetzt hat sich das auf jeden Fall verschoben. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke mal, diese Sachen werden sich verschieben. Jetzt habe ich den gemacht und der hintere hat sich verschoben. Jetzt habe ich den vorderen gemacht. Jetzt müsste sich diese kleine Teile vorne verschoben haben. Nichts. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Sieht doch schon aus wie ein Schädel. Warte mal, ich mache es jetzt mal mit dem dritten noch. Das Ding hier gefällt mir nämlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt der dritte ist oder ob es der vierte ist. Nichts. Ja, es war auf jeden Fall der, der ist aber schlechter verschoben. Also den hier auf jeden Fall nicht. Das sieht schlechter aus. Den schiebt man nochmal zurück. Und dafür schiebst du mal jetzt den. Kann man das wirklich nur durch Ausprobieren herausfinden? Nichts. Das sieht ja jetzt richtig kacke aus, ne? Wartet mal, ich muss mal den hier nochmal verschieben und mir das nochmal angucken. Also eben war es ja richtig doll verzogen quasi. Nichts. Nee, okay, jetzt ist es kompletter Mist. Also, ich glaube auf jeden Fall, der, den wir vorher hatten, der muss gezogen bleiben.
Und der darf dafür nicht gezogen werden. Jetzt probieren wir es mal mit dem noch. Also die ersten beiden von rechts hier, denke ich, sind schon ganz gut. Hm, nichts. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das war jetzt der dritte, ne? Der dritte. Ich glaube, der gefällt mir noch nicht. Also dieser eine Vorsprung, das sah krass aus. Der Rest sah eigentlich gut aus jetzt, ne? Hm, nichts. Nee, jetzt hat sich wieder irgendwas verschoben. Mist, also jetzt, das war jetzt nicht gut. Aber der Rest sah eigentlich schon ganz gut aus. Dann machen wir mal hier nach vorne das nochmal. Oh, das sieht gut aus. Jetzt haben wir es. Ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Ja, und das mit hin und her probieren. Oh, super. Gut, dann schauen wir uns mal das Entwicklerkind ja. an. Ja, Kalida. Kalida. Die große, fleischgewordene Metapher. Die halt irgendwie... war auch für euch überraschend, oder? Die ganze Insel ist ein riesiger Vogel. Ja, das... tatsächlich einer der erhebendsten Augenblicke im Spiel. Ich war immer sauer, dass Carsten entschieden hatte, das auch schon im Trailer zu zeigen. So viel vorwegnimmt. Aber natürlich hat er auch irgendwo recht. Man muss ja natürlich mit dem Schönsten, was man hat, halt irgendwie Werbung machen. Und das war mit das Schönste, was wir hatten. Stimmt, obwohl die Animation hatten wir uns immer ein bisschen anders vorgestellt, die eben kam, aber ja, passt. Auf jeden Fall hat das auch extrem viel Spaß gemacht, irgendwie was zu entwickeln. Erstmal diese, also ich glaube, bei den Concepts sind es ganz viele Bilder von Kalida auch noch drin, wo man so wirklich erstmal gar nichts sieht, wirklich nur See sieht und dann auch Kalida wirklich unter dem See sieht. Die sollte immer unterschiedlich aussehen. Erst komplett wie ein Vogel, dann komplett wie irgend so ein reptilienartiges Vieh. Und jetzt ist er doch so ein Mischmasch geworden. Truthahn. Ja, genau. Ja. Hier ist auch wieder ein wunderschönes Rätsel von Bade. Oh ja. Was das Parallax-Scrolling genau. wirklich schon umsetzt. Ist leider ein bisschen kompliziert geworden, aber... Ja, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr krass. Also einfach ein sehr gut überlegtes Rätsel. Nicht ganz physikalisch logisch, aber ja, auf jeden Fall unglaublich interessant. Und er hat ebenfalls so eine, übrigens, so eine kleine Labyrinth-Referenz. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, dass das Parallax-Scrolling nutzt. Labyrinth. Schön natürlich auch, dass man hier hinten schon Corona, das Schloss des Königs, hinten in der Ferne sieht, so als dass einem das schon mal angeteasert wird. Und es ist übrigens auch ein Screen, der schon fertig war, als wir anfingen, die Geschichte neu zu stricken. Natürlich bis auf einzelne Elemente, die wir jetzt hier für unseren Walkthrough und unsere Geschichte reingesponnen haben. In der alten Version stand ein Bauchladen da. Oh ja. Oder so ein kleines Liedchen. Genau. Ja, ich glaube, es war nur ein Tisch, aber darauf waren auf jeden Fall viele Sachen versteckt. Und eine komische Figur, die ich hier nicht näher erwähnen möchte. Ist eine komische Figur. Alles klar. Und dann gehen wir mal durch die Tür. Beziehungsweise durch das Tor, ne? Was steht denn da unten? Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Keine Ahnung. Mich interessiert, wer das da... Das da ist eine Wache, okay. Hier haben wir einen Schädel. Natürlich schauen wir uns natürlich erstmal um. Ist klar. Gruselig. So, damit ich habe keine Angst vor dir. Hörst du? Ja, hat er bestimmt gehört. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert.
ein Fenster. Alles klar, okay, ich habe gerade überlegt, was soll das sein? Da ist Rott. Ein Horn. Können wir da reinpusten? Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Ach so, so ein Horn. Beeindruckend. Gott. Es sitzt felsenfest. Mhm. Höhle. Was mit der Höhle? Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie... Ja, das hatten wir gerade. Ich sollte mich lieber... Diese Tiere sehen nicht gerade ungefährlich aus. Okay, dann lassen wir das auch. Okay, dann gehen wir mal zum Fenster. So, da durchschauen? Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Oh. Dorney, komm her! Okay. Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Ui, ui. Die Truppen sollen sich bereithalten. Wollen den König Unsere angreifen? Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Da will jemand den König stürzen. Zeit! Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost, Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Barney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Gorni! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gorni. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Ja, Sedwick. Ich weiß das nicht. So, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, wenn wir jetzt von hier oben noch weiter reinschauen. Oder ob wir einfach mal weggehen. Keine Ahnung. Weil herankommen wir ja eh nicht. Nein. Sie sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Mhm. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Mhm. Steinscheiben haben wir ja noch. Ein Schlachtplan. Können wir den sehen? Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Mhm. Und dran kommen wir natürlich auch nicht. Nein, ich komme nicht ran. Ja, nee, also eigentlich bringt das hier nichts. Wir gehen mal zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem Typen hier sprechen soll. Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns was antut. Überall Feuer, da ist die Tür wahrscheinlich in den Raum, wo wir gerade reingeschmult haben. Gut, wir sind mutig, ne? Wir schauen ihn uns mal an. Ist er weg? Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Okay, also nicht. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Da kann ich nur verlieren. Okay, wir haben nur diesen Stein. Kann ich Spot auf ihn schicken? Was, Spot? Hey, wo willst du denn hin? In die andere Richtung. So ein Feigling. Okay,
Okay, warte mal, ich stelle mich mal nach da oben. Dann schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht mit einem Stein beschmeißen können. Das macht ja keinen Sinn, ne? Aber so viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Geht das wieder nach unten? Oh, hätte ich mal doch unten stehen bleiben sollen. Aber von hier sieht er uns doch, wenn wir ihn mit einem Stein beschmeißen. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber irgendwie muss ich ihn wohl überwältigen. Der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr Plan. Ja, vielleicht das Horn. Das Horn abmachen, dass das Horn runterfällt und ihn erdolcht. Das klingt gerade ein bisschen übel, ne? Das wäre ein guter Punkt, um den Wächter zu überrumpeln, wenn ich doch nur besser werfen könnte. Ich bräuchte eine Art Hilfsmittel. Eine Art Hilfsmittel. Wo sollen wir eine Art Hilfsmittel herbekommen, Cedric? Draußen die Lampe Jungs kaputt schlagen? Weiß nicht. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich... Wartet mal, ich probiere das mal kurz. Wir gehen mal raus. Probieren das mal bei den Laternen. Das brennt nicht. Das soll ja auch nicht brennen. Sonst das irgendwie abbekommen. Von den Hebeln brauchen wir jetzt nicht weiterziehen. Wir haben ja einfach nichts außer... Das brennt nicht. Stein. Und Spot. Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine... Ja, ich glaube, das ist wurscht, in welcher Form ich ihm das... Nicht nötig. Die brennen bereits. Ja, genau. Und Kugelspot wird uns da auch nichts bringen. Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine... Okay, also hier weiß ich nicht. Hier scheinbar nichts mehr machen zu können. Glaube ich. Aber im nächsten Screen haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten. Oder wartet mal. Wenn wir den Stein da hochschmeißen? Ich kann nicht gut werfen und so weit schon gar nicht. Okay. Ja gut, Spot werden wir auch nicht dahin bekommen. Hast du sowas schon mal gesehen, Spot? Ich auch nicht. Schädel. Wir haben ja nur dieses Fenster. Aus, Spot. Pfui. Denk nicht einmal dran. Können wir Spot durch das Fenster schicken? Hey, Spot. Kannst du nachsehen, was da drin vor sich geht? Schon gut. Ich mach selber. Okay, das kann er nicht. Das Horn können wir nicht mit dem Stein. So ein Horn würde Spot auch gut stehen. Mit dem Stein können wir es nicht kaputt machen. Kann... Spot in irgendeiner anderen Form da? So ein Horn würde Spot auch gut stehen. Nee, er scheint ja wieder immer nur dasselbe zu sagen. So ein Horn würde Spot auch gut stehen. Im Schädel? Aus, Spot! Pfui! Denk nicht einmal. Nee, ist auch wieder wurscht, egal was wir machen, ne? Aus, Spot! Pfui! Ah. Denk nicht einmal dran. Okay, ich habe keine Ideen. Haben wir irgendwas übersehen? Ne, das ist der Ausgang. Fenster, Schädel. Da haben wir noch was. Okay, da haben wir noch was. Kommen wir an ihm vorbei? Guck mal. Können wir uns da lang schleichen? Weiter gehe ich lieber nicht. Die Wache würde mich sehen. Okay, das geht also nicht. Was ist mit Spot? Das Wort kriegen wir nicht durch Türen, ne? Scheiße, was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder mal keine Ahnung. Hier durchs Fenster, da können wir ja Spot nicht benutzen. Hier haben wir unseren Spot eben überhaupt gar nicht. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Wo sind wir überhaupt? Sind wir hier? Hier ist ein Seil. Genau, da sind wir. Ich habe mich überlegt, kommen wir an irgendwas ran? Wir haben schon mal ein Seil. Können wir das kombinieren? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Seil mit Stein. Okay, ist das das, was wir brauchen? Um das hier ranzuhängen?
Okay, das geht. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Wow. Das hat ja besser funktioniert, als ich dachte. Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpoolen. Okay, gut, aber ich würde sagen, das reicht für die Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lang sie geworden ist, aber ich denke, sie ist ausreichend geworden. Oh, entschuldigt, ich musste mich kurz strecken. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es hier weitergeht mit Super Squid World. In dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.